Gehen wir zu Evan Joe rüber. Evan Joe. Ich teste die neuesten Foodspots meiner Stadt mit 187 Bones Burger. Okay. Es gibt jetzt Bones Burger in Hamburg. Okay, okay. Digga, du bist in den Nachrichten. Was? Den längsten Penis der Welt soll ein Pornoakteur mit einem stattlichen Penis von 45 Zentimeter. Ach, 45 Zentimeter, das ist aber auch ein massiver Riemen. Mann, muss ich wirklich immer danach definiert werden, wie groß mein Schwanz ist? Ich habe auch mehrere Sachen zu bieten. Ich bin zum Beispiel ein unglaublich guter Schwanzlutscher. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Wir helfen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr dicken Schweine. Ich möchte heute mit euch zusammen, Leute, die neuesten Food-Hotspots, aber auch die neuesten Food-Neuheiten in meiner Stadt testen. Ich schwör's euch, Leute, derzeit, ne, aus jeder Ecke, da springt ein neuer Laden, da plötzlich ein neuer Laden. Überall gibt's irgendwas Neues zu entdecken. Und da ich auch eine längere Zeit jetzt weg war, habe ich wirklich einiges verpasst, was ich jetzt nachholen muss. Und wir sind ja absolute Probierschweine, ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, du liebst auch, deine Zunge überall reinzustecken. Mittlerweile bin ich auch an so einen Punkt angekommen, Leute. Ich schwör's dir, ne, halt mir irgendwas unter die Nase. Ich kann dir blind, wirklich blind direkt sagen, was es ist. McRib. Oh, süßer Geruch. Schwer. Oh, das ist aber gemein von euch. Ich würde sagen, es sind Schokobon. Ja, fast. Ich hoffe, ihr Schweine habt Lust auf extrem viel Variation, leckere, geile neue Scheiße. Weil unser Start fängt an mit was süß, also deiner Schwester. Da sind sich alle einig, das ist gut. Ramiwald-Donut. Kann man Donut sehen? Ist leider nicht so groß markiert hier, dass der Donutladen ist. Dieser Donutladen ist wirklich der absolute Hammer. Und einige Berliner werden jetzt sagen, hey. Weil dieser Laden existiert halt schon in Berlin. Und zwar mehrmals. Mittlerweile haben sie exportiert. Das gibt dann wohl eine Sechsmasch. Boah, ist das ein falsches Deutsch, Digga. Die haben auf jeden Fall den Laden hier nach Hamburg gebracht. Mich expandiert. Ich bin freut, weil ich habe diese Donuts schon mal in Berlin gegessen. Und die sind lecker. Leute, die sind sterbenslecker. Das sind mit die besten Donuts, die ich wahrscheinlich, sag ich mal so kaufmäßig, mal gekauft habe. Die sind wirklich der absolute Hammer. Und jetzt gibt's die einfach in Hamburg. Und das Krasse ist, die gibt's erst seit einer Woche. Das heißt, das Ding ist frisch. Wirklich brandfrisch. Da hängt noch wirklich die Wix vom alten Besitzer dran. Also wirklich, das Ding ist sowas von neu. Und wir stürzen uns direkt drauf. Och nö. Nee, sag bitte, ich hab zu. Die haben da was eingeführt, das ich so dermaßen hasse. Und du bringst mir nicht mal einen Kinderriegel mit. Boah, scheiße, Monte, ich... Ah, nee, die haben es nicht zu, gut. Das leck mich. Es gibt jetzt wichtigere Themen. Ich habe mir die Donuts bestellt, ne? Alles geil, fressen wir auch gleich, ne? Wir haben eine Sache gemacht, die es auch in Amerika gibt. In dem Sinne, du bezahlst zum Beispiel mit Karte und dann musst du noch eingeben, wie viel Trinkgeld du gibst. Das müsst ihr mal so vorstellen, die machen halt ganz normal ihren Job. Also die Frau gibt mir halt die Donuts, aber die bezahle ich auch. Dann, wenn du bei der Kasse bist, drehen sie das nochmal um und da steht drauf, wie viel Trinkgeld willst du geben. 50 Cent, 1 Euro oder... Hä, Trinkgeld für was? Trinkgeld für was? Für etwas, was du im Laden kaufst? Gar nichts. Und ich hab's in Amerika unfassbar gehabt. Du stehst ja vorm Kassierer, der guckt dir in die Augen so und dann soll ich auf Null drücken oder was? So mäßig so, fick dich. Das ist natürlich, die bringe ich in so eine unangenehme Lage, wo du natürlich Trinkgeld geben musst. Das habe ich in Amerika so gehasst, weil das jeder Laden gemacht hat, Amerika. Irgendwann war ich wirklich so dreist, dass ich mir dachte, wisst ihr was? Amerika ist so teuer. Dann wollen die noch Trinkgeld. Für was? Ich meine, ich war Kellner, weißt du, ich hab irgendwelche alten Männern die Eier gelutscht. Schrie einfach nur ihren Job, also einfach nur Donuts rein. Darf ich euch Trinkgeld geben? Ich weiß, das ist eine richtig deutsche Einstellung, weil in Amerika zum Beispiel leben ja die Leute von diesem Trinkgeld, weil das Gehalt da nicht so hoch ist. Hier in Deutschland ist das ja eigentlich in der Regel nicht so. Klar, das Geld könnte besser sein, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen leck mich, ey. Das hat mir auch nie. Das ist nicht, bitte nicht einführen in Deutschland. Wird es nicht geben. Aber weg vom Negativen, kommen wir zu den Donuts, Leute, weil die sind überragend. Boah, schaut sie euch an. Sie werden euch zusagen, sage ich hier, Fettsäcke. Guckt sie euch an, wie schön die sind. Ich habe mir einfach Apfelkuchen bestellt. Richtig geil. Erdnussbutter. Haselnusscreme. Boah. Und was war das nochmal? Was ist da? Warum ist das so lecker? Ist ja gut. Was willst du? Du bist einfach nur himmlisch. Ich will ja vergessen, was es ist, aber es ist... Banana Bread, ah. Sozial lecker, das schmeckt. Oh Gott. Ich krieg gleich Kinder. Willst du das so geil für deine Donut? Das ist nicht so eine Pisse. Ja, wir machen Donut, wir klatschen da ein bisschen Kinderriegel drauf, haben bekannte Marken wie Maxi King und so einen Scheiß und verkaufen das als Donut. Ich glaube, viele von euch wissen, welchen Laden ich damit meine. Ich muss nicht aussprechen. Was ist euer Problem? Das ist kreativ. Die bringen jede Woche... Irgendwie neue Sorten, kreative Sorten wie Apfelkuchen. Packen da so geil Peanut Butter rein. Und jetzt wirklich, ne? Unge, bitte, Simon, wirklich, wenn du das siehst, packe wirklich, mach die Hose auf. Die Scheiße ist vegan. Oh mein Gott, es ist vegan? Oh, ich mach meine Hose auf, Moment. Okay, jetzt bin ich bereit. Also wirklich, alles, was du kaufst, ist einfach vegan. Aber bei Donuts macht das null Unterschied und die schmecken bombastisch. Und ich habe mir genau 4 Donuts gekauft, auch wenn der vierte aufgegessen ist. Weil ich 4000 Euro Schulden habe. Verdammte Scheiße, Merkel, bitte erlass mir die Schulden. Nee. Weißt du, und deswegen habe ich dich nicht gewählt. Guck mal, wie schön angerichtet sie den hier haben. Maxi King. Ja, Maxi King-mäßig sieht er aus. Nur natürlich kreativ und schön. Und ich habe so einen Maxi King aufgeklatscht. Oh, ist da viel Karamell drin. Ach du Scheiße. Oh nein. Aber richtig zarte. Geile Karamell. Aber das ist nicht cool. Ach Mann, deswegen trage ich keine weißen Sachen, wisst ihr? Weil dann genau das hier passiert. Schwein sein ist mir ja wirklich scheiße. Du musst ein Schwein sein in dieser.
Du willst natürlich nichts verschwenden. Mm. Was ist das, eine gute Haselnusscreme? Bevor wir uns auf dieses Meisterwerk stürzen, ne, ich hab noch den hier und ich bin krass. Lügen, Leute, den hab ich schon mal in Berlin gegessen. Das ist einfach Erdnussbutter. Drüber Schokolade gezogen. Kann ich mir vorstellen, wenn du die Mitte erreichst, ne? Da wird leer geleckt. Alles Scheiße, Digga. Falls ihr mal Bravi-Donut seid, ne? Die Fettsäcke frisst Lemon-Donut. Falls ihr mich auf Zitrone steht, ihr werdet sowas von diesem Laden einfach einbrechen. Was hier durch die Decke bricht, ist kein Glücksschwein, sondern ein Wildschwein. Und ich bin mal. Ich bin gespannt, ob die Kreation aus Apfelkuchen auf einem Donut mich überzeugen wird. Wieso trägt er eigentlich eine weiße Hose? Was ist denn los mit ihm? Und das in der Mitte soll. Das ist Apfel. Boah, geil. Apfelkuchen habe ich schon mehrere lieben gelegt. Die sagen ja der Apple Pie und ich schwöre, würden ihre Mütter verkaufen für diesen Apple Pie. Schleckermeck. Ist nicht für dich eingerichtet, sondern kriegst du was für dein Geld. Und wir arbeiten heute mal mit einer Sternebewertung, damit ich euch das besser zeigen kann. Sage ich mit dem Laden eine 8 von 10 geben. Eigentlich 9 von 10, aber vegan. Und ich möchte Tierleid unterstützen. Kriegt ihr eine 8 von 10. So viel, finde ich gut. Das ist eine Bereicherung für meine Stadt. Und ihr wisst ja, aus welcher Stadt ich komme, oder? Alter, es ist die beste Stadt der Welt. Komm schon, du musst es jetzt erraten. Das Frankfurter Bahnhofsviertel. Oh Gott, nein, nee, da will doch keiner herkommen. Sondern aus Hamburg. Ja, wirklich, ne? Jetzt, wo ich auch wieder zurück in Hamburg bin, ich merke es einfach. Von der Lebensqualität her, ich liebe diese Stadt. Klar, ich bin hier aufgewachsen. Das ist natürlich nochmal ein extra Bonus. Im Verhältnis zu Amerika ist jede Stadt in Deutschland ein Upgrade. Ich habe es auch gehabt, als ich aus Amerika zurückkam, dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist Deutschland einfach für ein geiles Land. Amerika hat mich so enttäuscht, also vor allem L.A. Klar, es gibt Reeperbahn und Harburg und so ein paar Viertel, die ein bisschen kacke sind. Beamte unter Beschuss. Aber von der Schönheit her war wirklich New York doch die schönste Stadt, in der ich jemals war. Super klischeehaft, aber nachts oder vor allem zur Weihnachtszeit, das Ding ist eine Bombe. Also wirklich, da fallen dir die Augen raus, wie schön New York ist. So die bösen Viertel, ne? Da geht's nicht. Ich werde auch dem Video auch mein neues Grundstück zeigen. Da hinten bauen wir den Bauernhof hin. Da links wird wahrscheinlich ein Kuhstall für meine Freundin sein. Isolation und so, da kommt später noch Steinverkleidung drüber. Wisst ihr, als ich in Amerika gehockt habe, gab es wirklich ein Attentat auf mich. Und zwar der Rapper Bones MC. 187. Muss sagen, ich mag die 187-Bande sehr. Also ich vor allem Jesus feiere ich sehr oder auch Bones. Ja, ich weiß, da gibt es Kontroversen und so, aber ich finde die einfach geil. Und der Typ, ne, während ich in Amerika bin, bringt er einfach einen Burgerladen raus. Und zwar hier in Hamburg. Ich hatte ja keine Möglichkeit, ne? Ich konnte schlecht zurückfliegen. Zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, dachte ich ja noch, ah, du machst eine Weltreise und Indien und Japan und bla bla bla. Kann ich ja theoretisch alles noch machen. Na, erstmal auf jeden Fall, die Weltreise ein bisschen gestrichen. Dann bringt den Burgerladen raus und dachte mir, okay, shit, ich kann sie probieren, was mache ich? Ich habe Holle gesagt, Holle, geh mal dahin, probier die Scheiße und Holle hat ein Video drüber gemacht. Erstmal danke an Evanio, der hat mir Bescheid gesagt. Hier ist die Polizei. Wir haben wohl irgendjemand ein großes hochgenommen, so wie die gerade gefeiert haben. Los, festnehmen! Wow, ihr Jungs seid echt gut. Holle hat den Laden wirklich in den Himmel gelobt. Geile Burger, geiles Konzept, alles neu. Wir gehen jetzt zusammen mal dahin und bilden uns selber eine Meinung drüber. Murderburger. Murderburger. Der Name ist der Murderburger. Geil. Knaller, da haben sie schon was Gutes ausgedacht. Aber meine Erwartungen sind verdammte Scheiße hoch. Lass uns mal auf diese Bank hier setzen. Das ist nicht behindertengerecht. Ah, okay, Moment, ich hätte eine Idee. So, ich glaube, jetzt ist es behindertengerecht. Kleiner, dreckiger Go. Die einzige Kacke ist, der Burger muss mir jetzt schmecken, Leute. Falls er mir nicht schmeckt. Oh, wenn das Kuchen-TV sieht, dass ich da gerade ApoRed angucke in dem Video, dann gibt's aber wieder Tränen. Oh. Magne wird Bones MC SpongeBob anschreiben, weil die haben ja alle Connections zueinander, die ganzen Rapper. Und der wird dann Distracking mich machen. Du fetter Specko, putz dir morgens deine Zähne mit Meckwurst. Murderburger! Sieht stabil aus, sieht stabil aus. Ist das gute Stück, Leute. Und wir sehen können, es ist ein Chicken Burger. Chicken Burger! Oh, da kann ich eine leckere Soße schon mal entdecken. Ich habe extra keinen normalen Burger genommen, weil Bones in seiner Story meinte. Mein absoluter Favorit. Der Chicken Burger. Wenn Bones das empfiehlt, probier's jetzt einfach mal. Wenn nicht, da ist eine Tomate. Sind das so kleine. Nee, das sind Zwiebelchen. Okay, das sind karamellisierte Zwiebeln. Okay, Glück gehabt. Oh Gott, riecht der lecker, Schmecker. Den See habe ich richtig Lust, einfach nur reinzubeißen. Das ist ein Angriff. Nein, du ekliges Ding. Ach, also wirklich weg damit, Alter. Sag nicht, dass du dich schlecht um die kümmerst. Ja, was denkst du? Ich kann mich nicht um die kümmern, oder was? Ich könnte mich besser um sie kümmern. Ja, hier, dann nimm sie. Eine weitere Tomate dem Bösen übergeben. Das Brot ist geil, es ist super weich. Das Chicken spielt wunderbar, wirklich wunderbar mit dem Fleisch. Weil beides so weich ist, leidet das Gefühl in deinem Mund einfach nur rein. Die Soße ist leicht scharf. Ich hätte mir da, glaube ich, eine andere Soße gewünscht. Vielleicht eher so eine bisschen Mayo-Richtung. Ich weiß, das machen gerne Leute, dass sie so scharf auf so Chicken tun. Ich würde die meiner Mutter verkaufen. Ich finde es geil, dass es ihnen gibt. Ich bereue aber ein bisschen, dass ich einen normalen Burger genommen habe. Weil ich weiß halt, dass die auch Smash-Patties anbieten. Und ich liebe Smash, gepresste Scheiße. Hey, Elis, also leicht bereue ich gerade die Chicken genommen, aber auf Bones gehört. Ja, ich weiß alles, meine Schuld. Richtig eine 7 von 10 von mir. Zum Glück allerdings habe ich noch mehr was geholt in der absolut wunderbaren Tüte hier. Oh, ihr braucht Licht. Und zwar haben die auch ein Grilled Cheese Sandwich. Also ein Sandwich mit absolut Oh, Junge, das ist so okay. So doll gepresst. Oh, ist da. Oh, Gott, mit so. Oh, sieht aber geil aus. Die machen geile Sachen. Alter, die machen aber geile Sachen. Oh, so ein Och, du heilige Mutter Marie. Ich hoffe, man kann es halbwegs geil sehen. Oh, Junge. Gott, oh Gott, ich sag dir, das ist so dieser amerikanische Flair, den Bones gerade gut nach Hamburg hier bringt. Käse innen drin, plus noch Soße, plus so gegrillt. Heilige, bitte, Bones. Oh Gott, ja. Hätte die perfekte Soße genommen. Es ist leicht sämpfig.
super geil getoastet. Mega. Geil, geil, Alter. Ui. Käse. Das Sandwich ist der absolute Knaller. Ist so. Ich glaube, ist das gleich Bacon oder ist das? Das Zwiebeln und Zwiebeln. Ich will dieses Sandwich nehmen. Mein Kind dann in den Mund spucken, damit sie noch ein Sandwich gebären. Die Mutter muss jetzt nochmal Gas geben. Schatz, bist du gerade da? Junge, Junge, da hat Bones aber ordentlich was wirklich rangebracht in Hamburg. Oh, geil, Alter. Hamburg wird immer geiler. Weißt du, manchmal stört mich an Hamburg so. Liebe die Stadt über alles, aber bei Essen hat man teilweise in den letzten Jahren so ein bisschen hinterhergehangen. Weißt du, so auch dönermäßig gibt es hier natürlich ein paar gute Läden, aber wenn man vergleicht Berlin, wo es, keine Ahnung, 20 geile Läden gibt, gibt es hier vielleicht 5. Einfach wieder halb AFK. Ich kann nicht mehr. Doch, da ist sie. Schatz, bist du ready für gleich? Wir fahren gleich los. Wir fahren gleich in den Urlaub. Bist du ready? Reicherung, Digga. Ich würde dem Sandwich nochmal eine 8,5 reindrücken. Wirklich. Geil, geil, geil. Super lecker einfach nur. Allgemein, Bones? Geil. Freut mich auch. Weißt du, da wird Reichweite genutzt, um nicht irgendeine Pisse oder nur Geld zu machen, sondern da wird Geld und Reichweite genommen und was Gutes umgesetzt. Und das will ich sehr gerne unterstützen. Ihr werdet es nicht glauben, Leute. Ich war einen Tag später bei dem Laden nebenan, der hieß Pizza Buddy. Da die Pizza verkauft. Ich dachte, ich teste die auch mal. Stehe ich da so und bestelle eine Pizza und plötzlich aus dem Nichts links kommt einfach Bones, der echte Bones, der den Ted Murder Burgers. Wo geht's hin? Madeira. Sehr schöne Insel. Gehört der Wiederchef von. Wir machen Urlaub auf der Insel. 187, einer der größten Deutschrapper in ganz Deutschland, steht komplett neben mir. Der ist 2 Meter groß, der war noch einen halben Kopf größer als ich. Völlig erstarrt. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Er war so groß. Der kam rein, der hatte eine Präsenz, der hatte eine Aura, Digga. Der steht neben mich da. Ich war völlig so. Hab so weggeguckt auf cool, als ob ich nicht kennen würde. So. Aber ich dachte mir so, Digga, ich würde schon gerne dich ansprechen. Nicht mal so ein Foto, aber einfach nur sagen, hey, du bist ein geiler Typ, Mann. Aber irgendwie. Ich hab mich nicht getraut, ich bereue es schon, aber ich hab ihn gesehen jedenfalls. Ne? Aber scheiße, ob Video das nicht, aber gut, der ist auch, glaube ich, gar nicht so, der mag es gar nicht in die Kamera hält. Also, aber. Naja. Wollte ich euch erzählen. Viel Spaß bei den Fußball. Kurz aber Stopp am Essen, ne? Wie wär's? Wir bringen ein bisschen Abwechslung rein. Wie wär's mit einem kleinen Quiz? Quizfrage an euch, Leute. Sind rot und schwarz. Sie treten oft in Massen auf und sie hängen regelmäßig mit dem Hintern aneinander. Wer ist das? Vielleicht TikTok-Bettler? Bell! Mach Rolle. Wisst ihr, Leute, als ich in New York war, habe ich so einen neuen Food-Trend entdeckt. Ich habe sogar ein Video drüber gemacht. Allerdings ist das unveröffentlichtes Material. Das habe ich noch niemandem gezeigt. Also seid ihr jetzt einfach die Ersten, die ich zeige. Moment, wir reagieren zusammen drauf. Das bin ich. Wie ihr sehen könnt, beim Duschen. Digga, guck dir mal meine. Komm, Privataufnahme weg. Braucht die Aufnahme aus New York? Ja, genau, genau. Guck mal, das war so ein Laden, ne? Da gab's so dieses, da konnte man einfach so bestellen. Das war schon ziemlich geil. Du konntest einfach da, du musst mit niemandem reden, du kannst mal das Ding bestellen. Da habe ich mir so ein Ding bestellt. Das ist so eine Art Sandwich, ne? Aber in Burgerform. Geil ist allerdings jetzt, Hamburg rüstet auf. Es gibt einen Laden, der heißt Street Food Bun. Die haben daraus Burger gemacht, also Sandwich-Burger. Das freut mich gerade so, ne? So, dass Hamburg jetzt richtig aufrüstet. Vielleicht können wir in Berlin irgendwie die Fresse anschlagen. Nein, aber vielleicht, es kommt wirklich immer mehr geiles Zeug jetzt nach Hamburg, was ich super nice finde. Und ich will den Laden jetzt natürlich testen, ne? Gucken. Also in New York war es immer ein anderes Ding. Das war eher frühstückbezogen. Hier ist es eher so burgerbezogen. Aber wie ist es? Ist es lecker? Lohnt sich's? Oh, Junge, 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 der Laden ist aber voll. Der ist aber auch super, super gut gelegen hier in der Schanze in Hamburg. Am Street Food. Oh, krass zu sehen, Leute. Ich meine, die Leute stehen da richtig Schlange, um einen Platz in dem Restaurant hier zu bekommen. Es werden sogar immer und immer mehr Leute den Laden wollen. Was? Die haben sogar Pommes raufgetan. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das. Das sind so richtige deutsche Pommes. So sehen deutsche Pommes aus. Das ist jetzt super interessant. Erstmal die Pommes. Auf den Pommes war gerade irgendeine geile Soße drauf. Boah, Junge, das ist aber sexy. Ein Brioche-Bun-Sandwich, könnte man sagen. Drin ist im Vergleich zu New York zum Beispiel Ei oder ein Frühstückszeug, sondern ein wirklicher Cheeseburger mit Smash-Per-Gäse. Monte, ich hab dir gesagt, du kümmerst dich um die Campings. Ich wollte sogar wirklich sagen, ohne Tomaten. Ich wollte so sagen, bitte, bitte, ohne Tomaten. Da war da so ein Junge im Laden, der hat mich voll angestarrt. Ich dachte, vielleicht kennt er mich oder so. Da war ich völlig aus dem Konzept und hab plötzlich 7 Tomaten bestellt. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Alle Schmarotzer und Ladenbesitzer, kommt nach Hamburg. In diesem Ausdruck kann ich durchaus nicht Acerbe studiert. Beste Stadt, bringt die neuesten Restaurants, neuesten Foodtrends her. Ich würde mich freuen darüber. Sehr gespannt auf die Soße hier, ne? Ganz klein, ganz verlockende Frechheit werden. Oh, woher kann ich denn? Oh mein Gott, das ist Kindheit. Es gibt einen Laden in Hamburg, der heißt Jim Block. Ich weiß nicht, ob der ist in Deutschland weiter. Der war früher unfassbar lecker. Er hatte so Patties, die waren richtig geil gepfeffert. Die waren einfach unfassbar lecker und es war richtig preiswert. Mittlerweile ist der Laden ein bisschen leider neuer Besitzer, bla bla bla. Aber der hier, der schmeckt genauso wie damals. Er hat so eine richtig geile Pfeffernote. So richtig, als ob ihr Pfeffer so essen würdet. So ungefähr. Wo? Oh, Gott, Pfeffer, Punkt. Ah, das brennt ja. Genau wie damals, nicht nur Burgerbrot, sondern mit Ei zugekleister Toastbrot gemacht, sag ich mal. Immer diese Soße. Aber es ist geiler mit so einem Toastbrot als mit einem Burgerbrötchen. Hey Junge, was machst du in deinem Urlaub? Geht's irgendwo hin oder chillst du daheim einfach? Nee, ich fahre mit meiner Freundin in ein Hotel und wir machen ein bisschen Wellness, gehen ein bisschen bummeln, City, die Stars, schöne Restaurants und einfach mal 2 Tage lang gar nicht.
online, also es gibt auch keine Streams. Am Montag und am Dienstag gibt es auch keine Streams. Ich finde das eine geile Idee mit dem Sandwich. Das ist hier super schön weich innen drin, ein bisschen knuspriger, auch mal was Neues, Cooles. Ist überhaupt nicht übertreiben, also ich finde es schon geil, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da absolut hin müsste jetzt so. Eine 6,5 geben. Es ist cool, es ist lecker, aber es ist jetzt auch nicht der absolute Knall. Es weckt aber coole Erinnerungen an damals. Möchte euch einen neuen Food Hotspot zeigen. Der vielleicht nicht um. Nicht der Überhammer, okay. Unbedingt neu ist, aber dafür super geheim. Und zwar seht ihr den Laden da? Cinnamon. Ich bin im Zimt-Modus, ihr Schweine. Laden hat sich zur Aufgabe gemacht, uns zu füttern. Der verkauft Zimtschnecken. Ist auch lecker, also ich liebe Zimtschnecken überall. Aber die verkaufen kreativ geile Zimtschnecken mit Red Velvet und irgendeiner Scheiße und jeden Tag neues Sortiment. Also wir haben heute einfach geile Läden. Außerdem weiß ja jeder, Leute, ne? Mit Zimtschnecken klärt man jede Frau. Du redest nur Blödsinn. Was? Ich rede nur Blödsinn. Glaubst du nicht oder was? Ich probier das selber auch mit Zimtsternen. Und hier werden wir unser Essen genießen, speisen. Ich hab's extra schön angerichtet für euch, ne? Ein bisschen die Treppen sauber gemacht. Also ich bin auf jeden Fall geil. Das hört sich sowas von falsch an. Als ob ich so gerade so ein Porno geguckt hätte oder so. Na, später mehr dazu. Also Zimtschnecken sind so eine Sache, die ja wirklich jeder von euch lieben sollte. Bevorzuge noch ein bisschen Mohnschnecken. Oh Gott, also jeder von euch, der eine gute Mohnschnecke schon mal gegessen hat. Hoffentlich wisst ihr auch, was eine Mohnschnecke ist. Das ist eine Schnecke und dann halt mit Mohn gefüllt. Ne, und ich liebe es einfach. Dafür würde ich wirklich Kinder essen. Werden Sie SOS-Pate. Ich habe für dich einfach Links, wie du sehen kannst. Oh mein Gott, die sehen wirklich geil aus. Oh, auf sowas hätte ich auch Bock. Mohnschnecken. Oh, das ist auch sowas richtig typisch Deutsches, aber geiles. Oh, von mir aus auch Zimtschnecken, alles Schnecken. Einfach Schnecken. Schnecken sind geil. Schnecken sind geil. Eine Sneakers-Roll mit Erdnussbutter dazu hast du eine Sneaker-Roll, ah, mit Schuhen. Diese Schokolade da und diese kleinen leckeren Nüsse. Und ich schwör's, siehst du das hier? Das sind Blaubeeren. Digga, ich bin verrückt nach deiner Mutter. Was, Digga? Haben wir was Leckeres, Fruchtiges? Oh, geil. Auch Marzipanschnecken mit Zuckerglasur und so alles. Weißt du, so typisch deutsches, also bei uns, wo ich herkomme in Nordrhein-Westfalen, sagt man Teilchen zu solchen Dingern, Teilchen. In anderen Ländern, in anderen Bundesländern sagt man es nicht Teilchen, aber bei da, wo ich herkomme, sagt man Teilchen, okay? Aber weißt du, was typisch deutsch ist? Das hier. Das ist typisch deutsch. Rosinenschnecken mit so ein bisschen Zuckerglasur. Und die sind gigageil. Kommt vor, das sind von einer großen Zimtrolle. Du hast über so kleine Blaubeerstückchen drin. Süßkram. Also das ist mal eine richtige Blaubeerfüllung. Ich habe mir echt viele Donuts reingehauen. Deswegen war ich jetzt nicht so auf diesem, okay, ich brauche ultimativ was Süßes. Die sind zum Glück nicht so ultra süß. Also die haben in Baden-Württemberg sagt man süßes Stückchen. Okay. Süßes Stückchen, ja, ist auch süß, aber Teilchen, belief, das ist der Real Deal. Teilchen. Sehr schlau gemacht. Indem sie Blundergewächs, sagt man in Österreich. Die Zimtschnecke aber nicht so ultra süß gemacht haben, sondern eher die Blaubeere ist das Süße. Mm. Das ist schon richtig gut für Backhund. Ihr merkt schon meine Stimmung. So richtig umgehauen hat es mich irgendwie nicht. Mal gucken, was die Sneakers Warm hier macht. Oh, richtig geil. Mm. Oh Mann. Oh Gott, wie macht das? Sich mal dein Nachbarschaft. Ich bin ein versautes süßes Schwein. Also wirklich, das ist ja unglaublich. Ah, das sage ich noch, ich habe keine Lust auf was Süßes. Ich esse hier rein und will einfach nur Kinder damit. Boah, sieht geil aus. Machen. Alter, ist das geil. Das Süße, Snickerartige plus diese leichte Zimtsache. Boah. Boah, das erinnert mich gerade so sehr daran, dass ich meine Zeit lang Leute mir Toastbrot gekauft haben, Nutella drüber gemacht haben. Ach du Scheiße. Nussbrot drüber gemacht haben. Höllenkombo, was Kalorien angeht. Ist das immer so richtig geil im Mund kleben geblieben? Wisst ihr, so hinten in den Zähnen und das war so einfach. Boah, das ist gerade so ein Genuss. Wir gehen jetzt zu Fat Bros. Und damit nicht zu Fat Bros, okay? Hans, aber du nicht gemeint. Sondern der Laden heißt so. Ich schwöre, das war richtig gemeint. Der hat aufgemacht, genau als ich nach Amerika geflogen bin. Genau dann hat der eröffnet, also ungefähr vor 3 Monaten. Und ich wollte schon richtig lange hin, weil der wirklich... Als NRWler sagst du auch Schlickern zum Naschen? Nee, wir sagen auch Naschen. In NRW sagt man auch Naschen. Unfassbar besonderes Essen hast. Sind Hotdogs, so richtig krass eingefettete Hotdogs. Mal so richtig Hotdog für richtige Fettsäcke wie mich. Mit dem Namen haben die mich auch wieder, ne? Fat Bros. Ich weiß nicht, was heute im Video besser ist. Burger Burgers oder Fat Bros? Und da ist der Laden. Boah, sieht auch nice aus. Oh ja, das ist richtig schön fett. Leute, ich bin sowas von verwirrt. Gerade sind so viele Sachen auf einmal passiert. Erstmal bei Fat Bros, Besitzer kennengelernt, war super korrekt. Dann habe ich einfach Prinz Sanji getroffen. Das war ein YouTuber, der von... Boah, Prinz Sanji von diesen Hamburger Street-Videos. Die kenne ich auch noch. Der hat auf deinen Arm Prinz Sanji tätowiert. Das war einfach der absolute Knaller. 10 Jahre YouTube gemacht hat. Er hat so ein Format gehabt, das hieß Freeman Boys. Die Freeman Boys, genau. Das war Prinz Sanji. Er hat sich auf den Arm Prinz Sanji tätowiert. Das war ganz wild, Alter. Ich hat ein Kollege aus meiner Schule mitgemacht. Die hat so Challenges gegenseitig gestellt. Muss ich das in der Öffentlichkeit machen. So, das damals so krass cool. Und 10 Jahre später stehe ich einfach auf der Straße. Guck dir das Ding an, Digga. Die haben einen Hotdog im Brioche-Bann. Dazu haben die mit Soße bestrichen. Dann Sutu drauf gemacht. Mozzarella-Sticks und Pommes. Und normale Pommes. Da oben drauf. Oh Gott, guck dir das Teil an. Alter, das ist die Definition von Fast Food. Oh, Mutter Maria.
Der Fettsack ist wieder schmutzig im Gesicht. Die Soße ist sowas von geil. Es ist eine absolut leckere, scharfe Mayo-Soße. Dazu ist das Brioche-Bann, also das Brot, super. Aber ist auch ein geiler Lahm für einen Laden, oder? Fett, Bro, ist doch geil. Weich. Das Sucuk schmeckt mit dem Käse, der Mozzarella, super. Alter, das ist lecker. Oh, die haben jetzt gut versprochen. DJ, Leute, kurz. Die safe schmecken. Ja, Digga, natürlich, das schmeckt ja mega. So, dieser Pommes. Ich kann nicht mehr. Der ist so lecker. Ganz wichtig, eine gute Soße, die zu all dem passt, wird dem Ding eine 8,5 geben. Und 10, boah, das hat mich richtig überrascht. Das fand ich unfassbar fastfood-mäßig geil. Einfach nur bombig lecker heute. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. War ein schönes Video. Checkt Evan Gio aus Evani Joe. Evan Gio.